Bevor das Video startet, ich muss euch sagen, wir haben eben gerade getestet und das Ergebnis ist der Hammer. Was die Dinger hier durchziehen, Wahnsinn. Was jetzt? Tanz. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir ihn endlich da, den neuen Bosch bei uns im Test. Wir haben gedacht, wenn wir ihn testen, dann natürlich gegen alle Konkurrenten. Und ganz wichtig, was wir heute hier haben ist, wir haben keine Plastebomber. Denn normalerweise ist es so, du gehst los, willst einen Akku mehr kaufen und die meisten sind Großteil aus Kunststoff. Und selbst mir ist es schon passiert, dass bei meinem Rasenmäher das ein oder andere Kunststoffteil abgebrochen ist. Danach habe ich es ausgetauscht, jetzt habe ich einen von denen, welchen verrate ich dir gleich und die schauen wir uns heute mal an. Und ich sage dir eins, es geht auch schon bei 350 Euro los und dafür bekommst du schon einen richtig guten Mäher. Das geht aber auch hoch heute hier bis 850 Euro. Warum der mehr kostet, das schauen wir uns in diesem Video an. Wer besser mäht, auch in diesem Video. Und wenn du wenig Kapital brauchst, um dir einen neuen Rasenmäher zu kaufen, kein Problem. Auch heute gibt es eine Verlosung, 250 Euro Einkaufsgutschein von gotools.de. Alles, was du machen musst, ist deine Erfahrung zu diesen Mähern oder deine Meinung zu diesen Mähern unten in die Kommentare zu schreiben. Wir haben hier Akkurasenmäher und es gibt ja grundsätzlich auch noch andere Art und Weise, wie man so ein Rasenmäher antreiben kann. Mit Benzin oder im Zweifel mit einem Kabel dran. Also ich sage euch eine Sache, bitte, wenn ihr noch kein Rasenmäher habt, kauft auf keinen Fall ein Rasenmäher, wo hier ein Kabel hinten dran hängt. Ihr habt auf keinen Fall Spaß. Ich selbst habe früher ein Benzinrasenmäher gehabt und für mich war es immer total lästig, weil es war mir echt zu laut, die Dämpfe. Und ich hatte das Problem, nach 2 Jahren ging er nicht mehr, weil irgendwas am Vergaser war und das ist mir alles überhaupt nichts gewesen. Danach habe ich einen Akkurasenmäher gekauft und dann hatte ich richtig viel Spaß. Meine kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich wohne in einem Neubaugebiet. Das heißt, hier hätte viele Häuser neu gebaut, ganz viele Rasenflächen und ganz viele Rasenmäher. Und die meisten haben sich einen sehr günstigen, deswegen sage ich so einen Kunststoffbomber gekauft. Und so nach 1, 2, 3, 4 Jahren ist es bei ganz vielen gewesen, ist irgendwas abgebrochen, irgendwas ging nicht mehr, das Rad war weg und so weiter und so fort. Und ganz viele sind genau auf so ein Gerät umgestiegen und haben sich irgendwann Qualität gekauft. Mach nicht den Fehler, kauf nicht günstig, sondern kauf gleich was Gutes. Klassischerweise gehst du ja in den Baumarkt, um dir so ein Gerät zu kaufen. Du kannst natürlich auch online kaufen. Ja? Aber dort im Baumarkt findest du gerade im günstigen Bereich Geräte, die sind fast komplett aus Kunststoff. Da ist ja fast nichts mehr aus Metall dabei. Es gibt aber auch hochwertige Geräte, auch im Baumarkt oder hier bei uns, wie diese hier. Nämlich Geräte, die fast nur Metall haben. Metall, Metall, Metall. Die Aufhängung der Räder aus Metall bricht sehr häufig bei Kunststoffgeräten. Das hier ist aus Metall. Die Aufnahme hier unten ist aus Metall. Alles eben hochwertig. Und hier ist es einfach so, dass du Geräte hast, die wirklich auch sehr hohes Gras einfach so durchziehen und wo du nicht folgendes Problem hast. Jeder kennt das, der so einen Akkumäher hat, dass du mähst und auf einmal geht er aus. Und dann musst du ein bisschen langsamer schieben, machen und tun. Da gucken wir uns an, welches dieser Geräte das richtig gut kann. Wirst du am Ende des Videos auf jeden Fall erfahren. Zusätzlich, wenn wir hier weiter gucken, haben wir sogar Geräte mit einem eigenen Antrieb. Das heißt, du musst nicht wirklich eigene Kraft aufwenden, sondern sie fahren von alleine. Das schauen wir uns aber gleich an. Aber welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir haben die Metabo 36-18 LTX BL46, den Bosch GRA 18V2-46, den Dewalt DCMW 564, den Milwaukee M18 F2LM 46 und den Makita DLM 465. Und jetzt kommt ein ganz spannender Moment, was kosten die Geräte eigentlich? Wir haben hier bei Metabo einen Preis von 350 Euro, bei Bosch 450, Dewalt 550, Milwaukee 650 und Makita, nein, nicht 750, 820 Euro. Du siehst also, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr breite Spreizung im Preis. Aber was du auch siehst, diese beiden Geräte hier sind typischerweise schon noch so im hochpreisigen Baumarktsegment vorhanden. Ich glaube, die kriegst du auch ab und zu im Baumarkt. Und ich sage dir, natürlich ist es so, wenn wir hier höher gehen, sind das Geräte, die langsam wirklich in den Profibereich gehen. Von Makita gibt es ja Rasenmäher im Bereich von 2000 Euro. Nochmal ganz andere Sachen. Und das sind keine Aufsitzrasenmäher, das sind wirklich mehr in dieser Größe. Falls du dich für Makita noch mehr interessierst, ich verlinke dir mal ein Video, das hier oben, da habe ich glaube ich 6, 7, 8 Geräte auf einmal nur von Makita in der Hand. Aber die Frage ist für euch,
nach welchen Kriterien kauft ihr eigentlich ein Rasenmäher? Und da schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was sind denn eure Kriterien für so ein Rasenmäher? Denn sie unterscheiden, auch diese unterscheiden sich schon relativ stark. Wie ist die Schnittbreite? Wie ist die Ergonomie? Kann ich ihn sehr leicht verstauen irgendwo an der Wand? Kann ich das hier hoch und runter stellen, je nachdem wie groß ich bin? Ja? Wie lange hält er denn? Wie viel Kraft habe ich? Habe ich einen eigenen Antrieb? Und so weiter und so fort. Und genau das schauen wir uns jetzt hier mal für jedes Gerät einzeln an. Wir fangen jetzt mit Metabo an, aber wir werden das Ganze natürlich auch noch draußen testen. Das heißt also, wenn wir alle Geräte uns angeschaut haben, dann geht es raus und damit endlich Rasen gemäht. Wir haben extra den Rasen jetzt schon seit Tagen, eigentlich sogar seit Wochen stehen gelassen. Wir haben richtig hohen Rasen und schauen mal, wie gut kommen die Geräte denn auch mit so etwas klar. Weil das habt ihr natürlich auch und sagt, oh, ich habe es schon ein paar Wochen vergessen, Rasen so hoch. Geht das überhaupt mit Akkurasenmäher? Das werden wir uns dann gleich anschauen. Was wir nicht gemacht haben, ist ein Test, wie lange hält denn eigentlich genau dieser Mäher mit diesen Akkus, weil es einfach keinen Sinn macht. Wir bräuchten für alle Rasenmäher eine genormte Fläche und vor allem ihr zu Hause bräuchtet sie auch. Wie dicht ist der Rasen, wie hoch ist der Rasen, wie feucht ist der Rasen? Das macht einen riesen Unterschied in der Laufleistung. Ich kann euch nur eine Sache sagen, alle hier, die wir hier haben, machen richtig Spaß, weil ich habe mit allen schon mal gemäht und vor allem alle sind richtig stark. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wie gut sie mit der Höhe, schauen wir uns gleich mal an. So, kommen wir zum Metabo und hier sehen wir schon eine Sache, wir haben hier hinten richtig große Räder, haben übrigens alle und da achtet ihr bitte drauf, wenn ihr einen Rasenmäher kauft, kauft nicht welche mit diesen kleinen Rädern, hast du überhaupt keinen Spaß. Mit denen kommst du sehr gut durchs Gelände. Was man hier auch sehr gut sieht, ist die Höhenverstellung schon an der Seite und ich finde, das kann immer eine sehr gracklige Sache sein und ich mache jetzt mal Folgendes, ich mache es mal einhändig. Das funktioniert nämlich, ich stelle es jetzt nach unten, aber vor allem wichtig, ich kann es auch nach oben stellen, hier einhändig und das funktioniert richtig, richtig gut. So, was wir hier auch noch sehen ist, es ist natürlich ein Akkugerät und hier vorne kann ich den Akku einfach reintun. So, hier zwei Akkus drin. Wichtig, was für Akkus passen hier eigentlich rein? Hier kannst du die 18 Volt Akkus von Metabo reinstellen. Du brauchst immer zwei, das ist ganz wichtig. Nur mit einem geht es nicht weiter, ist einer leer, ist vorbei. Du kannst das Gerät übrigens mit bis zu den 10 Amperestunden Akkus betreiben, auch die passen hier rein. Ist nur eine Kleinigkeit, was mich aber persönlich nervt, ist, das bleibt hier nicht oben stehen. Das machen aber fast alle Geräte so. Finde ich ein bisschen schade. Was mich aber richtig, richtig freut, ist genau das hier, nämlich auch schon mal ein Preis von 350 Euro, ist das Deck hier aus Metall, kein Kunststoff. Das finde ich eine tolle Sache. Richtig, richtig gut finde ich aber noch was ganz anderes. Und zwar, du hast hier von der Sache her erstmal drei Möglichkeiten, wie du mähst. Nämlich Nummer eins mit Fangkorb. Ja, so kannst du arbeiten, hinten wird alles gesammelt, raus und weg. Du kannst aber Folgendes machen, du nimmst den hier einfach raus, ja, und kannst damit auch mulchen. Ich habe es hier schon vorbereitet. Hier hast du einen Mulchkeil, den du einsetzen kannst. Dann wird das Ganze hier drin wird gemäht und nach unten einfach nur geworfen. Oder du kannst den Mulchkeil auch rausnehmen, kannst das hier so hinlegen. Und dann ist es so, dass es nicht eng anliegt, sondern der Rasen wird hier rausgeworfen und nach unten gelegt. Das Gerät hat explizit keinen Seitenauswurf. Gibt ja manche, die das haben wollen, haben wir hier nicht. Was wir aber haben, ist eine ganz tolle Sache. Nämlich, wir können ihn sehr platzsparend verstauen und wir können hier das Ganze in der Höhe anpassen. Denn es ist ja immer die Frage, wie groß bist du selber? Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mähe, für mich wäre das eigentlich optimal, so in der Höhe, also super, ich kann damit arbeiten. Aber vielleicht bist du ein bisschen kleiner oder hast zwei verschiedene Personen, die damit arbeiten. Dann kannst du ihn hier einfach verstellen, einmal rechts, einmal links und jetzt stelle ich ihn mal ganz nach unten. So, und du siehst hier deutlich kleiner, für mich würde das gar nicht mehr funktionieren, aber wenn jemand ein bisschen kleiner ist, kann er damit entsprechend arbeiten. Ja? Apropos, wie kannst du das Gerät einschalten? Einfach draufdrücken und schon geht's los. Ja? Und was du noch machen kannst, ist, du kannst das Gerät super verstauen. Und dann kannst du nämlich das machen, eins, zwei, nimmst das hier hoch, klappst es um, so, Moment, einmal so und dann ist es an der Wand, schaut mal hier, verstaut und nimmt sehr wenig Platz weg. Und wer es genau wissen will, wir haben ja eine Höhe von 1,16 Meter, eine Breite von rund 51 cm und hier eine Tiefe von 47 cm. Das heißt, das passt wirklich auch ins kleinste Gartenhaus. Übrigens, je schwerer so ein Gerät ist, umso mehr Kraft brauchst du natürlich, um es zu bewegen, außer bei den angetriebenen Geräten, kommen wir nachher dazu. Wir haben hier ein Gewicht von rund 24 Kilo ohne Akku. Da kommen nochmal 1-2 Kilo dazu, je nachdem, welchen Akku du auch benutzt.
Was aber ganz wichtig ist, natürlich die Schnittbreite, weil je breiter der Mäher ist, umso weniger musst du hin und her laufen. Wir haben hier eine Breite von 46 cm und das übrigens auch bei fast allen anderen Geräten, die wir uns jetzt anschauen. Kommen wir zu Bosch Professional und endlich ist es soweit. Unwahrscheinlich viele von euch haben genau auf diesen Rasenmäher gewartet, weil sie haben Bosch Professional Akkus und sagen, ich möchte natürlich hier im System bleiben, wie zum Beispiel so ein Procore, möchte im System bleiben und möchte gerne auch von Bosch Professional einen Rasenmäher kaufen. Viele, viele Jahre konntest du es nicht, jetzt geht's endlich voran. Und die Frage ist, ist der gut? Kann ich jetzt schon sagen, der ist richtig gut. Ich habe mit dem persönlich schon gemäht. Ich habe bei mir zu Hause eine Rasenfläche von so 350 Quadratmetern, habe mit denen gemäht. Und wie viel von dem Akku am Ende noch übrig war, das erzähle ich dir nachher beim Fazit, weil das ist echt erstaunlich. Aber da kommen wir nachher dazu. Wichtig ist, wir haben hier ein Beethoven-Washes-Gerät, das heißt hier richtig, richtig Power, brauchen dafür aber auch die richtigen Akkus. Das heißt, den hier solltest du betreiben, um die komplette Power zu haben, mit mindestens 5,5 Amperestunden pro Core-Akku. Du kannst auch einen 8er oder einen 12er nehmen, alles passt hier rein und du brauchst mindestens zwei, was heißt mindestens, du brauchst genau zwei Akkus, ansonsten läuft das nicht. Übrigens, genau so ist es auch bei allen anderen Geräten, denn wir haben hier eigentlich 36-Volt-Geräte, weil nur mit 18 Volt hätten sie auf keinen Fall die Power, die sie hier haben und die ihr auch braucht. An der Seite sehen wir auch eine sehr gute und super solide Höhenverstellung. Apropos solide, auch das hier aus Metall für 46 cm Schnittbreite. Auch das Gerät kannst du selbstverständlich mit Fangkorb betreiben. Den nehmen wir jetzt aber mal raus. Geht übrigens sehr schön rein und rauszuheben. So. Hier habe ich auch schon den Mulchkeil mit drin. Ganz wichtig, falls ihr das jetzt nicht falsch versteht. Wenn ihr den Fangkorb dran habt, macht ihr den Mulchkeil ab, ja? Damit es natürlich auch eingeworfen wird. Wozu ist es eigentlich da? Damit, wenn ihr mulchen wollt, also ergo das Mähgut, wenn das nach unten fallen soll, dann muss das hier mit rein, sonst wird es immer hier reingeworfen und verstopft sich dann irgendwann. Apropos, gutes Thema, wenn ihr den rausnehmt und keinen Fangkorb dran habt, dann geht das hier nach unten. Und so könnt ihr ihn nicht betreiben, also so betreibt ihn bitte nicht, weil dann wird Folgendes passieren. Mit der Zeit wird sich das hier vollsetzen. Hier unten ist auch noch eine kleine Kante, ja, da wird das ganze Gras drin sein, dann wird es irgendwann da sein und dann verstopft das Ganze. Also macht das nicht, entweder mulchen oder mit Fangkorb. Bei Bosch haben wir auch die Möglichkeit, den Griff Höhen zu verstellen. Ist ganz einfach, rechts, links, ja, dran ziehen. Einmal rechts, einmal links, wobei das bei Metabo ein bisschen einfacher war, weil bei Metabo könntest du es rausziehen, zur Seite klicken. Hier muss ich es immer irgendwie festhalten, aber es geht schon. So. Und schon ist es ja noch höher. Ja. Was ihr aber auch machen könnt, ist natürlich auch den platzsparend verstauen. Dazu auch nur rechts, links greifen, einmal rum und dann, ihr habt gemerkt, es rastet wieder ein. Ihr könnt ihn einfach nehmen und auch dann steht er wunderbar an der Wand. Mit einer Höhe von 1,26, einer Breite von rund 50 cm und eine Tiefe von 46 cm. Wenn es mal etwas mehr sein soll, kommen wir zu DEWALT. Warum? Ja, mit etwas mehr im Preis, auch 550 Euro, aber wir haben hier eine höhere Schnittbreite. Denn wir haben hier 48 cm anstatt wie alle anderen 46 cm. Ob das jetzt für euch relevant ist, das müsst ihr selber entscheiden. Das Ganze ist übrigens auch hier schön aus Metall ausgeführt. Wir haben eine sehr schöne Höhenverstellung, geht sehr, sehr leicht. Ja, muss man wirklich sagen, das macht richtig Spaß. Und wir haben hier natürlich auch wieder ein Akkugerät. Wenn wir hier reinschauen, sehen wir natürlich auch zwei Akkus drin. Wir haben hier zwei 5 Amperestunden, 18 Volt genommen. Aber um dir das auch mal zu zeigen, du kannst natürlich bei DEWALT auch immer das Thema FlexVolt nutzen. Das heißt, hier haben wir jetzt einen FlexVolt-Akku, 54 Volt mit 9 Amperestunden. Aber auch der, oder dieses große Monster, kannst du hier einsetzen. Und auch wenn es nicht empfohlen ist, könntest du es sogar im Mischbetrieb jetzt nutzen. Das geht. Das heißt also, wenn du eher im FlexVolt-Bereich unterwegs bist, dann geht das auch. Hier bei dem Mäher haben wir übrigens 25 Kilo Gewicht und hier natürlich auch einen Fangkorb. Hier ist es ein bisschen frickelig, den reinzumachen, weil es muss wirklich genau von oben gerade reingehoben werden. Ja, ihr merkt schon so ein bisschen, das ist jetzt keine schlechte Aufnahme, ist auch alles aus Metall, alles gut, aber du musst den relativ stark hier hochbiegen, bist schon an der Grenze und dann musst du es genau richtig reinsetzen. Das geht mit ein bisschen Übung, kein Problem, aber ist ein bisschen anders als bei den anderen. Jetzt nehmen wir das Ganze mal ab und sehen hier Folgendes, wir haben hier einen Mulchkeil auch mit dabei und das ist von den drei gesehenen auf jeden Fall erstmal der beste, denn du kannst den ganz simpel hier reintun, rein und wieder raus. Da ist kein Gefummel, kein Gefrickel. Was du nicht machen kannst, zumindest laut Anleitung wird es so nicht offiziell empfohlen, ist genau so mähen. Ich würde auch sagen, das wird sich relativ schnell hier festsetzen oder zusetzen, wenn du hohes Gras hast. Denn der Unterschied oder der Abstand hier ist wirklich nur so klein.
Natürlich kannst du auch hier den Griff nach oben stellen. Einfach rechts und links rausziehen. Hier muss ich sagen, muss ich ein bisschen mit dem Bein unterstützen, weil ansonsten ist es alleine irgendwie schwierig. Aber es geht einfach so und runter, ja, kein Problem. Und auch hier kannst du es natürlich auch umklappen. Auch hier rechts und links raus. So. Beim anderen ist es etwas einfacher, aber auch das geht. Hier auch, zack, und nach oben gestellt. Bei dem haben wir eine Höhe von rund 1,15 Meter, eine Breite von 51 und eine Tiefe von 54. Kommen wir zu Milwaukee, hier wird es etwas spezieller. Auch hier 46 cm Breite, auch hier aus Metall ausgeführt. Hier haben wir auch eine Höhenverstellung. Ja? Das geht übrigens extrem hoch, wie ich finde. Größe oder Höhe blenden wir euch ja hier ein. Was haben wir hier für ein Gerät? Auch hier 36 Volt. Können wir hier auch aufmachen, haben hier unsere Akkus drin. In dem Fall ist es so, dass wir hier nicht irgendwelche Akkus drin haben, sondern High-Output-Akkus, 8 Ampere-Stunden, und das Gerät wird auch für High-Output empfohlen. Ja? Was wir hier auch haben, und das zeige ich dir mal gleich, wir haben hier vorne ein Licht. Und ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, macht das Sinn, so ein Licht hier an so einem Meer dran zu haben oder nicht? Ich habe es wirklich selten im Dunkeln gemäht oder auch nicht im Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Und wenn du das nächste Mal auf der Autobahn bist und von hinten jemand mit Lichthupe drängelt, könnte es ein Milwaukee-Rasenmäher sein. Um uns bei den anderen die Bedienung hier nicht genau anschauen mussten, müssen wir es hier auf jeden Fall, denn hier haben wir eine ganz andere Logik, denn wir haben hier Selbstantrieb und noch einige andere Dinge, die wir hier einstellen können. Fangen wir mal erstmal an. Wie mache ich ihn an? Runterziehen, draufdrücken. Und los geht's. Viel wichtiger ist aber, weil das hat ja jeder mehr, ist Folgendes: Du kannst hier runterziehen und hast du hier einen Gashebel. Und hier, jetzt habe ich es mal auf ganz langsam gestellt. Jetzt kannst du hier mit dem Gashebel Folgendes machen: Du kannst jetzt hier ganz bisschen drauf drücken. Und dann fährt er von selbst. Ja? Das ist wirklich die minimale Geschwindigkeit. Und ich bin ja auf 1. Ja? Ich kann aber auch den Gashebel richtig voll durchdrücken. Dann ist es deutlich schneller. Und das ist jetzt die langsamste Geschwindigkeit. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die schnellste Geschwindigkeit. Ein bisschen Angst hier, ja? So, Geschwindigkeit 5 ist schwierig. Ihr könnt auch gerne mal unten kommentieren, wer mäht so schnell Rasen und wozu sollte man das brauchen? Egal, das kannst du jedenfalls hier einstellen. Zusätzlich kannst du Folgendes machen. Du kannst hier das Licht einschalten und du kannst auch die Geschwindigkeit einstellen. Ich zeige dir das nochmal, wie er mäht. Eines habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, und zwar beim Metabo. Da ist nämlich genauso wie jetzt hier beim Milwaukee. Und zwar, wir haben hier eine automatische Lastanpassung. Du machst das Gerät an und dann tourt er erst einmal, tourt vielleicht sogar ein bisschen runter. Wenn er merkt, er braucht die Power, dann dreht er ein bisschen hoch. Mit dem Knopf kannst du eben nochmal etwas extra Power dazugeben. Aber jetzt schauen wir uns mal das hier an. Auch hier können wir das Ganze hochnehmen. Hier eigentlich auch relativ gut, ja, wieder rein und raus tun. Was wir auch dabei haben, ist das hier. Den Mulchkeil, ja, ganz einfach eingesetzt, rein, raus. Und zusätzlich haben wir noch das hier, und zwar einen Seitenauswurf. Ja, schaut mal hier, setzen das einfach hier ein und schon können wir es in der Seite auswerfen. Jetzt lass uns mal schauen, ob das aber gehen würde. Also so macht das gar keinen Sinn, das verschließt fast komplett. Also dafür einfach den Seitenauswurf nutzen. Auch hier können wir das Gerät Höhen verstellen in 3 verschiedenen Stufen, und hier ist es wieder sehr schön gemacht. Ich kann den Knopf nehmen, kann ihn rausziehen, ja, Moment, rausziehen, so, stelle ihn auf die Seite, sodass ich nicht rumfummeln muss, halte ihn etwas fest, nehme die zweite Seite, kann die Höhe einstellen, die ich haben möchte, kann den auch einstellen, ja, das ist sehr intuitiv gemacht, macht richtig Spaß und ist übrigens auch richtig hoch. Jetzt machen wir Folgendes, dass wir ihn auch wieder verstauen, auch hier können wir schön nehmen, nach oben stellen, rein, rein. Fertig. Und schon steht er an der Wand. Mit einer Höhe von 1,25 Meter, mit einer Breite von 50 und einer Tiefe von 46 cm. Das ist wie eine Handgranate, weißt du? Buh. Heiter weiter. Kommen wir zu Makita. Hier ist es so, dass wir schon ein ganz anderes Gewicht übrigens haben. Wir haben hier 36 Kilo und da ist der Antrieb hier schon wirklich angebracht, weil 36 Kilo merkst du schon wirklich, wenn du das in der Gegend rumschiebst. Du merkst es auch, wenn du hier die Höhe verstellst. Wenn du das machst, ohne dass du hier festhältst, dann kannst du es eigentlich kaum noch halten. Du musst wirklich hier an dem Griff halten, Höhen verstellen. Das ist alles kein Problem. Aber man merkt dem Gerät schon wirklich das Gewicht an. Woher kommt übrigens Metall?
Metall, 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 alles aus Metall, sehr hochwertig auch gemacht. Und der Antrieb kostet natürlich auch ein bisschen Gewicht. Aber kommen wir mal hierzu. Wir haben hier ein 36-Volt-Gerät und jetzt ist es ein bisschen merkwürdig, denn wir haben hier eine Sache, die komplett anders ist. Wir machen das mal auf. Wir haben hier nicht zwei Akkus, sondern wir haben hier satte 4 Akkus in dem Gerät drin. Aber wie geht denn das? Das sind doch 18-Volt-Akkus und ein 36-Volt-Gerät. Hä? Was soll denn das? Ganz einfach. Du nimmst einfach zwei Akkus zum Beispiel hier raus und kannst es natürlich trotzdem betreiben, denn du hast hier einen Schalter. Und zwar hast du einen Schalter, der sagt, okay, Bank 1 oder Bank 2 wird jetzt gerade benutzt. Das heißt, Bank 1 sind wir da, Bank 2 sind wir dort, können wir Akkus einsetzen und können damit dementsprechend richtig Fläche machen. Ergo, bei dem Gerät ist es so, du kommst deutlich weiter, als wenn du jetzt einfach nur mit zwei Geräten, also zwei Akkus loslaufen würdest. Jetzt ist die Frage, macht das jetzt Sinn? Hast du jetzt vielleicht irgendwo noch einen Akkulader liegen? Kannst hin und her wechseln? Weiß ich nicht. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, normalerweise würde ich jetzt gesagt, das ist für richtig Fläche gemacht, wenn du ganz viel Fläche ununterbrochen halt mähen möchtest. Aber jetzt nehmen wir uns doch mal den Akku mal hier zur Hand. Wir haben hier einen 6 Ampere-Stunden Akku. Und ein 6-Ampere-Stunden-Akku. Das sind ja zusammen 12. Ist ja ganz logisch. Wenn ich jetzt aber das Bosch-Gerät nehmen würde, habe ich hier einen 12-Ampere-Stunden pro Core. Davon kann ich ja 2 ansetzen. Habe also 24-Ampere-Stunden. Hier nur 12. Dann müsste ich mit dem Bosch ja genauso weit kommen wie mit dem. Also so richtig die Logik verstehe ich nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass bei Makita einfach keine großen Akkus gibt und sie gesagt haben, ich möchte trotzdem richtig Fläche machen. Ob das Sinn macht, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch hier haben wir jetzt wieder jede Menge einzustellen an dem Griff und ich muss sagen, so ein bisschen überfordert mich das. Ich habe hier einen Griff, ich habe da einen Griff, ich kann das anmachen, hier hoch und runter, an, aus, rechts, links, ist ein bisschen viel, finde ich. Was ich aber wirklich verwirrend finde, ist, nimmt man zuerst den Hebel oder nimmt man den Hebel? So eine Sache. Aber ich meine, gut, nach einer gewissen Zeit prägt man sich das ein, rot ist zum Mähen, schwarz ist zum Fahren. Wie macht man das Ganze an? Hier reindrücken. Geht er an. Was wir hier zusätzlich haben, ist ein Silent Mode. Das heißt, wir können einstellen, dass er etwas runter tut, dementsprechend leiser ist. Zeige ich dir auch mal. Was ich übrigens wirklich genial finde, ist, dass du weißt, wie voll dein Akku ist. Du hast hier hinten eine kleine Akkuanzeige, drückst auf den Knopf, siehst, aha, Akkus sind noch voll, alles gut, Feuer frei. Oder, okay, ich muss hier unten mal auf den anderen Akku umstellen. Du siehst übrigens auch den Akku, die Akkuanzeige für alle 4 Akkus, die drin sind, nicht nur die, die gerade aktiv sind. Zusätzlich hast du hier einen Hebel für die Geschwindigkeit des Antriebs, aber hier ist eine Sache wichtig, bei Milwaukee war es ja so, dass du noch fein dosieren konntest, ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, oder möchte ich jetzt gar nicht so in Abrede stellen, aber hier ist es so, hier hast du gar keine Dosierung, sondern du stellst zum Beispiel hier jetzt mal auf das langsamste ein und ob du jetzt nur so ein bisschen drehst oder drückst oder ganz, ist völlig egal, er geht immer mit derselben Geschwindigkeit los und kann dann halt mähen. Und auch hier hast du eine irre Geschwindigkeit. Wir blenden dir mal ein, wie schnell, wenn du auf die Vollgeschwindigkeit gehst. Eieiei, das ist schon ganz schön schnell. Worauf ich dich noch aufmerksam machen möchte, ist diese Kleinigkeit hier. Das zeige ich dir auch mal im Betrieb. Nämlich hier siehst du, ist der Auffangkorb voll oder nicht. Wenn der Auffangkorb voll ist, dann fällt das hier nach unten. Wenn er nicht voll ist, also wenn du normal benutzen kannst, dann wird das hier aufgebläht, weil hier die Luft durchzirkuliert. Ich zeige dir das mal. Eigentlich ganz praktisch. Ob das wirklich immer funktioniert, das schreibt ihr bitte mal auch unten in die Kommentare. Schauen wir uns den Fangkorb mal ganz kurz an, beziehungsweise wie leicht wir ihn rausnehmen können. Ja, das geht wunderbar leicht. Nehmen wir ihn mal raus und tun ihn mal zur Seite. Was haben wir im Lieferumfang dabei? Auch einen Mulchkeil können wir hier einsetzen. Können wir? Ja, können wir, wenn man sich clever anstellt. Um Gottes Willen, Freunde. Wir haben hier einen schönen kleinen Griff, den kannst du nach unten, oder was ist das eigentlich hier, so eine Vorrichtung, um das reinzutun, dann kann er nicht raus. Eigentlich gar nicht so schlecht. So betreiben kannst du ihn gar nicht, auch wenn ich es rausnehme. Es ist so, dass das hier wirklich bündig schließt, also so nicht betreibbar, ganz wichtig. Was wir übrigens auch haben, ist eine Sache, oder was wir hier nicht haben, ist etwas anderes. Wir können diesen Griff hier zwar verstellen, aber dazu müssen wir hier, das will ich rausschrauben, unten wieder reinschrauben. Also du musst es für dich einmal einstellen und dann ist vorbei. Ist natürlich dann nochmal eine andere Stabilität jetzt hier in dem Moment,
fein. Was wir aber auch nicht machen können, ist, wir können das jetzt nicht nehmen, nach oben klappen und dann einfach verstauen. Dafür gibt es hier keine Option. Und es ist auch nicht so, dass ich das rausnehmen kann und dann wirklich umklappen kann. Dann würde ich hier an den Kabeln oder an den Kabel anfangen zu zerren und auch hier an der Arretierung. Dafür ist das Gerät nicht gedacht. Und wenn du jetzt dich fragst, wie groß ist das? Sehr groß. Angefangen habe ich bei Makita, aber lass uns mal erstmal über den Rasen sprechen. Denn hier war es so, dass wir wirklich enorm hoch gewachsenes Gras eigentlich hatten mit allem Möglichen dazwischen. Mit Unkraut, mit Rasen, mit irgendwelchem Gras, mit Sträuchern, mit allem Möglichen. Und das war enorm hoch. Und da bin ich jetzt mit dem Makita reingegangen. Was ist passiert? Man hat erstmal gemerkt, er hat richtig was zu tun. Man hat den Widerstand schon ein bisschen gemerkt und ich bin zum Anfang ohne Antrieb losgegangen. Und da hat man eine Sache gemerkt, nämlich, das war ja hartes Gelände quasi, nicht abschüssig, das wäre noch schlimmer gewesen, aber ich musste mich auch richtig reinhängen und mähen und mähen und mähen. Das war okay, hat alles funktioniert, aber wenn ich den Antrieb anmache, dann war es ein angenehmes Vorwärtskommen und man hat kaum Widerstand gespürt. Das war sehr, sehr gut. Was nicht gut war bei dem Mäher, war Folgendes. Im Fangkorb ist am Ende fast nichts drin gewesen. Das heißt, sowohl beim Hin- als auch beim Zurückgehen war es so, dass es wirklich verstopft ist. Mehrmals, ich glaube, ich 3 oder 4 Mal ausprobiert und durch das hohe Gras ist es immer wieder zur Verstopfung gekommen und der Fangkorb ist gar nicht voll gewesen. Was man aber am Ende als Fazit sagen muss zum Gesamtergebnis des Mähen, wenn der Fangkorb sich hier vollsetzt und beziehungsweise die Öffnung sich vollsetzt, dann ist es so, dass wenn richtig viel da ist, ich habe ja auch keinen Auswurf, kann gar nicht, dass sich der Rasen unter dem Mäher sammelt und die ganze Zeit sich rumwirbelt und noch mitgeschoben wird. Also der Rasenschnitt. Und das ist enorm, enorm schwer für den Rasenmäher, dann trotzdem noch ordentlich sich zu drehen und weiterzukommen. Und bei dem Makita war es jetzt so, dass wir wirklich bis zum Schluss das Ganze gemacht haben. Irgendwann war da so viel Rasen drin, wie gefühlt in dem Fangkorb drin wäre. Und er hat trotzdem durchgezogen. Also die Kraft von dem Gerät ist der Hammer. Nochmal ganz kurz zu einer Prüfbedingung. Mir ist es völlig klar, dass wir hier komplett übertreiben. Ja? Euer Rasen sieht normalerweise natürlich nicht so aus, sondern ihr habt ein paar Zentimeter hohen Rasen. Den schneidet ihr vielleicht noch mal 10 Zentimeter hoch, aber nicht das Gestrüpp, was wir hier haben. Das ist uns klar und das macht den Gerät natürlich auch schwerer und gerade auch dem Thema Auswurf noch mal schwerer. Einige der Geräte sind damit wesentlich besser klargekommen als zum Beispiel Makita, aber da kommen wir gleich dazu. Kommen wir erstmal zu unserem Milwaukee. Das zweite Gerät hier mit Radantrieb und auch hier war es am Anfang schwer mit Radantrieb, wunderbar schön, um durchs Gelände zu zuckeln mit dem Gerät. Was man auch sagen muss, ist, dass es einen sehr ruhigen Eindruck gemacht hat beim Fahren, obwohl das bei uns schon ein bisschen so hoch und runter geht. Das ist mir auch aufgefallen bei dem. Kommen wir aber zur Kraft. Und die Kraft ist Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, genauso wie beim Makita. Auch hier war es so, dass der Fangkorb irgendwann sich zugesetzt hat. Und auch hier war es so, wir haben einfach gesagt, ist mir egal, ich fahre weiter die Bahn und bin da teilweise 10, 15, 20 Meter mit diesem Masse an Gras und an Zeug unterm Rasenmäher weitergefahren. Und man hat auch gemerkt, jetzt geht's los, aber er hat es durchgezogen. Was man uns noch sagen muss, das Gerät hier, hier ist es so, wenn du normal schiebst, merkt er, ob du den hohen Widerstand hast oder nicht, tourt mal runter und tourt mal hoch, so wie er es gerade braucht. Fand ich super. Was wir mit ihm übrigens gemacht haben, wir sind 4 Bahnen abgegangen, die Bahn ist jeweils 60 Meter lang. Und dann war er halb leer, also zumindest hat hier der Akku halb leer gezeigt. Was das bei euch bedeutet, das kann ich dir nicht sagen, weil unser Rasen war ein bisschen feucht, ewig hoch. Bei dir ist es wahrscheinlich ganz andere Bedingungen, würde er länger oder kürzer halten. Kommen wir zu Dewald und fangen wir hier erstmal mit der Kraft an. Auch hier in das massiv hohe Gelände rein und auch er hat wunderbar durchgezogen. Von der Kraft, vom Gefühl her, würde ich sagen, ist er etwas schwächer als Milwaukee und Makita. Hat aber bei den Bedingungen überhaupt keinen Unterschied gemacht. Bei ihm war es so, dass du von der Kraft, die du aufwenden musstest, um ihn zu schieben, schon ein bisschen was brauchtest, wegen unserem Gelände. Ja, auf ebenem Gelände, ordentlicher Rasen, glaube ich, ist es völlig vertretbar, eben keinen Radantrieb zu haben, wie die anderen beiden. Aber der Mäher selbst hat einfach gemäht, da kann man nicht viel zu sagen. Was mir aufgefallen ist, ich bin einmal die 60 Meter hin und 60 Meter zurück und habe eben mit dem nur 2 Bahnen gemacht. Aber der Akku sagt noch, ich bin komplett voll. Zumindest 3 von 3 Strichen haben beide Akkus. Ein Detail haben wir bei Dewald noch, und zwar der Fangkorb, der deutlich besser funktioniert als bei den anderen beiden. Nicht perfekt, aber schon besser. Und den Fangkorb bei Bosch, den müssen wir uns auch anschauen. Aber erst einmal, das ist ja das Gerät, was ihr massiv euch gewünscht habt von Bosch. Deswegen, wie ist das Ergebnis eigentlich? Sehr gut. Hier ist es so gewesen, auch selber schieben. Es war ein bisschen schwerer als bei den anderen beiden, die Antrieb haben. Aber
Wir sind ins hohe Gelände rein und war wirklich sehr, sehr gespannt. Was macht der Motor jetzt eigentlich? Bricht er zusammen, bricht er nicht zusammen? Und er hat wirklich hart durchgezogen. Richtig, richtig gut. Hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wenn du mich fragst, auf welchem Niveau, ich würde sagen, genauso wie DeWalt, ein Tick schwächer als Milwaukee und Makita. Aber wie viel Kraft will man eigentlich haben? Also das ist ja, die Bedingung, die wir hier haben, ist ja etwas, was du kaum bei dir hast. Da müsstest du schon 10 cm hohen Rasen haben, ihn auf 5 cm runtermähen und er müsste noch nass sein, damit du noch härtere Bedingungen hast als das, was wir hier haben. Also das ist schon enorm schwer gewesen. Und da hat der Bosch wirklich einen sehr guten Job gemacht. Ist mit mir ganz normal durchgekommen, war sehr geländegängig, war kein Problem. Auch hier habe ich den Fangkorb mal voll werden lassen, um zu schauen, ob er sich dann trotzdem irgendwie totnuddelt quasi. Und was war? Nee, auch da hat er wunderbar durchgezogen. Und jetzt lass uns über den Fangkorb sprechen, weil bei den Bedingungen, die wir hatten, war es ja so, dass die beiden nicht so gut abgeschnitten haben. Der hier ganz okay. Bei Bosch war es so, der Fangkorb war komplett knaster voll. Voll. Er war schon nach hinten so durchgedrückt gefühlt. Und sodass du siehst, er hat das wesentlich besser ausgeworfen als die anderen. Wir haben es dann mit denen nochmal probiert, gegengetestet auf der anderen Bahn, war aber dasselbe Ergebnis. Und jetzt kommen wir mal zu Metabo rüber. Bei Metabo können wir das Fangkorb-Thema oder den Auffang auch gleich mal behandeln. Und zwar hier war es auch so wie bei Bosch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Nicht ganz so gut wie Bosch, aber auch schon sehr gut. Das heißt, es war deutlich mehr gefüllt als bei den anderen dreien. Unter unserer Bedingung, wie gesagt. Kommen wir zum Thema Kraft. Oder erst einmal schieben. Wie gut konnte ich ihn schieben und im Gelände bewegen? Sehr gut. Das hat wunderbar funktioniert. Bei der Kraft ist es so, dass das Gerät absolut genügend Kraft hat, um durchzukommen. Wenn er normal arbeitet, würde ich sagen, ein Tick weniger oder der schwächste eigentlich von allen hier, aber auf einem Niveau, das mehr als ausreicht. Das hier war auch das einzige Gerät, wo ich es wirklich geschafft habe, ihn mal zum Stoppen zu bekommen. Das war schnell voran, auch hier voll massiv Gras drin und dann hat er einmal aufgegeben. Hat er gesagt, nee, jetzt reicht's auch, Widerstand ist zu groß, dann mal zurück. Und du siehst das ja auch in den Bildern, wie viel Gras da jetzt da drin ist. Ja? Dass er immer und immer und immer wieder durchgeht, weil ich es halt falsch gemacht habe, muss man ja ganz klar sagen. Und da hat er mal aufgegeben. Das heißt, dass du aber selbst mit dem Metabo, den normalen Anwendungsfall, dass du nicht wirklich trockenes Gras dass du wirklich flach abschneidest, so kann man es ja nicht sagen, da einfach reingehst und das kennt ja jeder, dann geht der Rasenmäher aus oder das kennt jeder, der einen alten Akkurasenmäher hat oder einen schlechten Elektrorasenmäher allgemein, dann gehst du rein, oh, hört er auf und dann musst du ja ganz langsam vorwärts schieben. Hast du bei dem Gerät hier definitiv nicht, der ist stark. Wer kennt das nicht? Du gehst an der Rasenkante vorbei mit deinem Näher und denkst dir so, ach, dann habe ich ja eigentlich alles gemacht und du musst nichts mehr nacharbeiten. Weit gefehlt. In der Regel hast du genau dort noch deinen Rasen stehen, musst mit dem Rasenkantenschneider lang und das ist eigentlich total lästig. Das heißt, es wäre doch perfekt, wenn der Rasenmäher wirklich bis an die Kante ranschneiden würde. Dass das in der Realität kaum möglich ist, ist klar. Aber hier unterscheiden sich diese Geräte massiv voneinander. Denn wie groß ist eigentlich der Abstand zwischen der Rasenmäher fährt an der Kante so dicht wie es geht entlang und was schneidet, lässt er stehen? Also was ist die Restbreite, die einfach stehen bleibt? Und das ist hier bei Metabo sind es 4 cm. Bei Bosch sind es auch 4 cm. Bei, gehen wir von außen, bei Makita sind es 6 cm, so ganze 6 cm. Bei dem hier sind es nur 3,5 cm, aber bei DeWalt sind es nur 15 mm, also 1,5 cm. Das ist ja, da kann man fast schon sagen, da kann man stehen lassen. Ja? Also das bisschen, was dann am Ende übrig bleibt. Also das ist schon ein enorm gutes Ergebnis. Was ich auch noch sagen muss, ist bei DeWalt besonders, wir haben hier etwas mehr Schnittbreite. Irgendwo zwischen 48 und 49 cm, wohingegen die anderen alle nur 46 haben. Ich meine mal ganz im Ernst, 2 cm mehr Schnittbreite, weiß nicht, ob das jetzt relevant ist, aber zumindest ja, kommt er sehr weit ran und ist ein Tick breiter. Ein Hinweis noch, bevor wir zum Fazit kommen. Bei Makita gibt es ja wirklich deutlich mehr Geräte, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und wenn du sagst, der ist mir eigentlich zu preisintensiv, dann schau mal in mein anderes Video. Da findest du auch welche von Makita, die nicht 4 Akkus brauchen und nochmal deutlich günstiger sind. Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Und das ist eigentlich relativ simpel. Welches dieser Geräte ist Mist, solltest du nicht kaufen? Keins. Jedes dieser Geräte macht einen sehr, sehr guten Job. Jedes dieser Geräte ist etwas, wo ich sage, ist etwas, was du im Privatbereich niemals eigentlich auslasten wirst, wird dir immer Spaß machen. Und selbst im gewerblichen Bereich hast du mit den Geräten echt eine Menge Spaß bis zu einer gewissen Größe an Fläche.
Es gibt ein paar Besonderheiten bei jedem Einzelnen, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, wie zum Beispiel, dass man den hier nicht umlegen kann, umklappen kann und irgendwie die Ecke stellen kann. Ja? Das ist etwas, was mich von dem hier so ein bisschen abbringen würde. Für dich, wenn du gar keinen Rasen mehr und gar kein Akkusystem hast, würde ich mir folgende Frage stellen. Und zwar, möchte ich einen Antrieb haben? Dann bist du eher bei den beiden Geräten. Möchte ich keinen Antrieb haben? Dann entscheide ich für eins von diesen Geräten. Jeder hat so kleinere Dinge, die er, wo er besser ist oder wo er, sag mal, schlechter ist. Um Rasen zu mähen, sind alle gut. Wenn du schon irgendein Akkusystem hiervon hast, kannst du jedes hiervon bedenkenlos kaufen. Und ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, habt ihr schon Erfahrung mit den Geräten oder was wäre euer Liebling? Denkt an die Verlosung und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.